herzlich willkommen zu einer neuen Tagesbotschaft. Wollen wir doch mal schauen, was das Universum dir heute mitteilen möchte. Oh, auch eine ganz schöne Karte, die sich doch da umgedreht hat. Meine Arbeit schenkt mir tiefe Erfüllung. Heute gebe ich bei der Arbeit mein Bestes. Ich weiß, wenn ich eine Aufgabe gemeistert habe, führt mich das Leben zu neuen, immer erfüllenderen Erfahrungen. Entweder suchst du vielleicht gerade einen Job oder bist nicht ganz so glücklich mit deiner Arbeit. Es geht ja doch sehr vielen Menschen leider so. Mir ging das auch so. Deswegen ist es trotzdem immer wichtig, sein Bestes bei der Arbeit zu geben. Das sendet ja auch gute Energie aus. Man gibt einfach sein Bestes. Und dann muss man mal schauen, was ist denn wirklich die tiefe Erfüllung? Und mit dieser Affirmation heute, meine Arbeit schenkt mir tiefe Erfüllung, kannst du ganz wunderbar durch den Tag gehen und deine Arbeit vielleicht mal mit anderen Augen sehen. Schauen, welche Vorteile sie dir bringt. Und dann kannst du herausfinden, vielleicht, was ist denn deine wirkliche berufliche Lebensaufgabe? Gehört das dazu oder eher nicht? Was sind deine Interessen? Was sind deine Talente und Fähigkeiten? Also, geh mit Leichtigkeit daran, so wie die Frau auf dem Bild das hier tut, und versuche deine Arbeit heute wirklich mit anderen Augen zu sehen. Und gib heute dein Bestes natürlich auch. Was gibt's noch für eine Geldbotschaft dazu? Da zeigt sich doch schon etwas. Schauen wir mal. Mein Geld ist die Quelle alles Guten. Na, so ähnlich wie wir oft unseren Job verteufeln, verteufeln wir doch auch insgeheim Geld sehr häufig. Also liebst du Geld wirklich oder machst du Geld eigentlich für alle deine Probleme verantwortlich? Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir eine gute Beziehung zu Geld aufbauen, so wie wenn das unser bester Freund wäre. Stell dir mal vor, Geld ist dein bester Freund und du redest immer so mit deinem besten Freund, wie du halt über Geld redest und denkst. Würdest du dann noch gerne was mit dir zu tun haben und zu dir kommen? Da kannst du dir ja vielleicht mal heute Gedanken drüber machen und wirklich dir die Affirmation zu Herzen nehmen hier. Mein Geld ist die Quelle alles Guten. Geld mit positiven Augen sehen. Ganz, ganz wichtig. Dann wirst du übrigens auch bei der Arbeit, wirst du auch höheres Einkommen erzielen können. Das, was du liebst, was du tust, wird dir auch immer irgendwo einen finanziellen Erfolg bringen. Denn Geld folgt der Freude. Das ist ganz, ganz wichtig und auch ein guter Zusammenhang zwischen den zwei Karten. Was ist noch für eine Botschaft für dich heute von Maria und dem Engel im Universum? Stille. So ähnlich wie gestern die Abstinenz. Mal ruhig werden innerlich, still sein, die ganzen Eindrücke von außen abstellen. Ich bin ganz still und ich höre hin. Passt auch wunderbar zu den anderen zwei Karten heute. Wirklich mal zur Ruhe kommen, auf dein Herz hören. Was ist wirklich das, was du dir von Herzen wünschst? Beruflich zum Beispiel jetzt bei dem Thema hier. Wo willst du wirklich hin? Was bringt dein Herz zum Singen? Also geh heute in die Tiefe, mach deine Arbeit wirklich hervorragend. Na, versuche, die mit anderen Augen zu sehen, dass sie dir Erfüllung schenkt. Versuche, dein Geld mit anderen Augen zu sehen und dann geh wirklich in die Stille heute und höre auf dein Innerstes, auf deine wahre innere Stimme. Was ist denn deine Lebensaufgabe? Was bringt dir wirkliche, wirkliche Freude? Und dann nimm die nötigen Schritte, unternimm die nötigen Schritte, dass du Step by Step vorankommst und deine Wünsche und Ziele umsetzen kannst. Also ich wünsche dir heute einen wunderbaren Tag, einen wunderbaren Arbeitstag auch, mit vielen Erkenntnissen und ich hoffe, dass du wirklich auch Spaß und Freude heute bei deiner Arbeit empfinden kannst. Alles Gute und bis bald zur nächsten Tagesbotschaft.